Leute wollen frei werden und es geht aber nur mit Jesus Christus. Ein Herrschaftswechsel muss zustande kommen. Das alte Leben muss man wegschmeißen und in Christus kriegen wir das allerbeste Leben und da drin ist Freiheit. Herzlich willkommen in der Taube für eine Zeit wie diese. Heute ist der Daniel Exler hier. Jawohl. Und wir werden über Evangelisation reden, werden auch über Befreiung sprechen, weil wir spüren, es ist gerade wirklich was Krasses, was Gott am Wirken ist. Ja. Und will dich einfach ermutigen, echt so damit drinnen zu bleiben. Ich glaube, Gott ist einfach gerade Mächtiges am Wirken und er will jeden von uns benutzen, oder? Ja. Daniel, du bist gerade viel unterwegs. Ja. Wie viele Ländern warst du? Also letztes Jahr war ich in 10 Nationen auf 4 Kontinenten. Dieses Jahr sind wir in Neuseeland, 5. Kontinent. Jesus sagt, er geht hin in alle Welt. Wow. Ja. Und du erlebst es, wie ganz, ganz viele Leute zu Jesus kommen, auch speziell durch YouTube, obwohl du ja gar kein klassischer Evangelist bist, oder? So ist es. Erzähl mal, was geht da gerade so ab? Was passiert da momentan? Also ich sehe halt, wenn Leute jetzt auf YouTube mich einfach hören, dann kriegen sie Hunger. Oh, da ist eine Kraft etwas drin. Eine Kraft, die ich in der Kirche nicht finde, die ich bei der Esoterik nicht finde, die ich zu Hause nicht. Was ist das? Ich will das mal spüren. Dann kommen sie. Und ja, und dann spüren sie eine Kraft, einfach im Gottesdienst. Ich reise meistens immer mit Teams, das bedeutet, dann haben diese Teams, beten dann für Heilung und für Befreiung, gehen die dorthin und erleben eine Freisetzung, vor allem von Depression, von Angstzuständen, von Traumattacken, von irgendwelchen Dämonen, die in der Nacht kommen, die sie aufwecken. Ja. Und die werden befreit, was kein Psychiater kann, kein Therapeut kann, keine Kirche kann, das kann nur der lebendige Jesus Christus. Yes. Amen. Und da werden sie dann denken, wow, da ist eine Kraft. Und dann geben sie ihr Leben Jesus. Ja. Richtig, richtig gut. So stark. Das Krasse ist auch, die kommen wie zum Arzt. Die kommen nicht wie in die Kirche, die kommen wie zum Arzt. Einfach krank, ich probiere mal das aus. Okay. Und dann unsere Leute fragen dann, hey, bist du auch wiedergeboren? Nö. Ja. Willst du dein Leben Jesus geben? Okay. Und dann einer nach dem anderen kommt zum anderen. Ja. Also das heißt auf gut Deutsch, du predigst einfach ganz normal, das wird auf YouTube ausgestrahlt. Genau. Und es schauen nicht nur Christen, sondern relativ viele Nicht-Christen schauen das, sind berührt von der Botschaft, sind berührt von der Kraft und kommen dann vor Ort. Und was passiert dann? Genau, erstmal fragen sie, wo ist der Daniel Exler wieder irgendwo, ja? Mhm. Dann gucken sie halt, wo ich bin und dann haben die Veranstalter einiges zu tun, immer da, das alles zu organisieren. Mhm. Genau, dann kommen sie. Und da gibt es 2 Gruppen. Entweder gehen sie halt in die Gebetsgruppen rein und erleben Befreiung, Heilung, Bekehrung und so weiter. Oder sie sitzen halt in der Halle und ich predige den ganzen Tag. Ja. Entweder über Heilung oder über Prophetie oder über Befreiung oder was auch immer. Ja. Predige das Wort. So, und dann... Jetzt waren wir zum Beispiel im Kloster, mit 500 Leuten waren da, oder knapp 500 Leute im Kloster. Predigen das Wort, einer unserer Evangelisten kommt auf die Bühne, macht einen Aufruf zur Bekehrung. 200 Leute haben sich bekehrt. Da waren auch Schamanen dahinter. Wow. Wir haben später über Esoterik geredet, Schamanen waren, die sind aufgestanden. Dann werden das sind Leute, die suchen die Kraft. Und sie finden sie nirgendwo. Mhm. Und wir als Christen, wir dürfen nicht nur irgendwie tote Worte sprechen, sondern das Evangelium predigen mit Zeichen und Wundern. Jesus hat immer Leute geheilt, Leute befreit. Er hat öffentlich Dämonen ausgetrieben. Und das merke ich, das nimmt zu in Deutschland. Total. Und das ist jetzt irgendwie eine neue Evangelisationsmethode geworden. Ja. Ich bin ja nicht der typische Evangelist. Voll, oder? Absolut, ja. Aber früher hat man mal Zeltevangelisation gemacht. Das bedeutet, Zelt hinstellen, alle kommen bitte rein, hören das Evangelium und bekehren sich. Die Zeit ist irgendwie um. Ja. Die neue Evangelisationsstrategie, so wie ich das sehe, ist jetzt Heilung und Befreiungskonferenzen, wo Leute kommen, weil die haben einfach die Nase voll von diesem ganzen Zeug, was sie erleben. Sowohl die Christen als auch die Nicht-Christen. Beide. Und die wollen diese Kraft, die suchen es. Ja. Und wenn wir es ihnen nicht geben, dann gibt es ihnen die Esoterik, die Satanisten, die Welt, dann gehen sie in die Drogen rein oder sie gehen halt in Selbstverwirklichung, in Job rein. Oder aber nirgendwo findet man das Leben, man findet es nur in Jesus Christus. Ja, wir werden da einen Moment noch mehr reingehen in so praktische Zeugnisse, die Daniel gerade erlebt, selbst mit seinem Team. Aber vorher wollte ich noch mal kurz das so reinhauen. Jesus hat ja seinen Jüngern gesagt, geht hinaus in alle Welt, verkündigt das Evangelium, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus. So viele Menschen glauben noch immer, das ist abgeschlossen, das ist vorbei. Ja. Das gilt nicht mehr. Dafür gibt es einen Podcast. Da werde ich sogar mit Daniel ein paar Aufnahmen machen. Der heißt Prophet V. Wird es auf Spotify geben, auch auf YouTube. Aber es erschüttert mich immer wieder so heftig, dass Christen wirklich glauben, das ist vorbei. Ja. Aber es ist nur eine momentane Geschichte. Das ist, weil die, wo das glauben, die machen ja zu für die Wirkung des Heiligen Geistes. Das bedeutet, die Not ist ja da.
Voll. Und dann suchen sie entweder eine falsche Quelle oder sie kommen dann zur Quelle Jesu. Und deswegen ist es gibt zwar solche Diskussionen, aber ich tue mich mittlerweile gar nicht mehr drauf einlassen. Ja, voll. Ich bringe die Kraft. Voll. Mein Herz ist einfach so, Jesus hat seinen Jüngern gesagt, gebt es weiter, was ich euch gegeben habe. So ist es. Ist so wertvoll, dass wir es machen dürfen, oder? Und Jesus wurde auch attackiert. Ja. Von den Pharisäern, Schriftgelehrten, genau dafür. Hey, du treibst den Dämon mit den Obersten aus und so weiter. Ja. Wir werden immer Attacken haben und andere Meinungen und so. Wichtig ist, dass wir klar sind, das Wort predigen, das Evangelium geben und Leute heilen und befreien. Das ist unser Auftrag. Yes, voll. Erzähl mal ein bisschen was mit Befreiung. Was erlebst du da gerade? Was ist da so praktisch am Passieren? Ja, ja. Also Leute kommen, also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Frau mit dem Geist des Todes. Ja? Richtig krass. Also meistens, wenn ich irgendwo predige, kommt eine ganze Schlange halt nach dem Gottesdienst und ich bete für einen nach dem anderen. Und alle ganz eng gequetscht versuchen, an mich ranzukommen, damit ich für sie bete und prophezeie und so. Ist alles gut und so. Und dann irgendwann mal lege ich die Hände auf bei so einer Frau und dann geht's ab. Geist des Todes. Und sie schreit los, wälzt sich auf dem Boden, richtig brutal. Und Leute alle drumherum, wie so ein Boxkampf, so alle Leute drumherum, so. So ein Kreis gebildet. Genau. Ne? Okay. Von eng an mir, jetzt ganz alle weit weg. Und dann habe ich geboten in Jesu Namen, lass sie los, diesen Geist Todes, geh raus. Selbstmordgedanken waren da drin, aber es war richtig krass. Sie wurde befreit, neue Menschen, das ist richtig, richtig schön, sowas zu sehen, wenn Menschen freigesetzt werden, mitten im Gottesdienst. Ja. Was wir oft erleben, ist, wenn ich ein Wort der Erkenntnis habe, zum Beispiel irgendwelche Geister des Selbstmordes oder der Depression oder der Minderwertigkeit, was auch immer, wir sprechen es an und im Raum fängt an zu schreien, weil Leute freigesetzt werden daran. Ja? Je kleiner der Raum, desto krasser geschieht es immer. Wir waren einmal in Rendsburg, waren wir einmal da oben, über Hamburg da oben, auch mit dem Team. Ich predige nur von vorne. Und dann währenddem schreien die schon rum. Unser Team läuft dahin, betet für die, die kippen um und so. Also es ist von außen her total crazy. Absolut. Aber für die Leute, die das erleben, ist es die Freiheit. Ja. Weil kein Therapeut konnte helfen, kein Arzt konnte helfen, kein Medikament kann das helfen. Ja. Keine religiöse Veranstaltung kann das helfen. Es kann nur die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Das ist so cool. Ja. Daniel, was hast du so als Tipp auch konkret für Leute, die zuschauen, die sagen, ich will da auch mehr drin unterwegs sein? Ja. Zu mir kam gerade einer vor kurzem, der hat gesagt, der war in der Gemeinde und hat erzählt über die geistlichen Attacken, die er hatte. Der hat das Gefühl, die verstehen ihn gar nicht. Also der ist letztendlich jetzt auch bei uns gelandet, weil er gemerkt, da wird es ernst genommen, da wird sich drum gekümmert. Ja. Wie gehst du damit um oder wie schulst du dein Team? Das, weil die eine Sache ist ja quasi Befreiung. Ja, wir hauen die Dämonen raus, das muss gefüllt werden. Mit so, das ist klar. Richtig. Aber so, wie fängt danach die Jüngerschaft an? Wie laufen diese Dinge? Mit den Leuten, die befreit sind. Also wenn Leute befreit sind und müssen sie nicht nur frei werden, sondern frei bleiben, sagt Jesus. Ansonsten kommen noch mehr andere Dämonen, wird noch schlimmer. Dann haben wir denen nichts Gutes getan. Das heißt, sie müssen danach eine Verbindung haben zu einer Gemeinde, Jüngerschaft hineinkommen, gute Hauskreise reinkommen. Wir haben mehrere Online-Möglichkeiten. Es gibt ja verschiedene gute Gemeinden, wo die Leute einfach connecten können. Und dann müssen sie sich füllen mit dem Wort Gottes, mit dem Richtigen, mit der richtigen Quelle eigentlich, um frei zu bleiben. Ansonsten ist da wieder eine offene Tür, sodass die dann zugreifen können wieder drauf. Ja, und da ist natürlich YouTube und Zoom jetzt richtig gut, weil die Leute können von überall, auch wenn es keine Gemeinden gibt, sich draufschalten. Auf unsere Bibelschule, auf unsere Hauskreise, unsere Online-Services, wo man gute Lehre bekommt. Und das ist mega, kann ich ja gar nicht alles machen. Unsere Leute machen das und das ist richtig schön. Ja, richtig gut. Aber jetzt mal ganz praktisch, eine Person kommt, wir beten, passiert richtig Austreibung, ist so richtig Freisetzung. Füllt das Stuff auf, man gibt so die Basics. Ja. So, und dann kommt die Person, sagen wir mal, nach 2 Monaten wieder. Ja. Und da sind wieder Sachen, die, die aufpoppen. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, kommt oft dass vor, es oft so ein längerer Prozess ist. Wie machst du da die Jüngerschaft oder wie machen da deine Leute diese Jüngerschaft mit den Leuten? Ja. Du hast gerade eben gesagt, das Wort Gottes. Ja. Ich glaube, das ist ganz essentiell. Ja, also ich persönlich, wir sind noch nicht dabei, ich würde solche Leute direkt in ein Haus rein, wo sie 24 Stunden betreut werden mit Bibelschule. Weil der Knackpunkt ist die Erneuerung des Sinnes, Römer 12. Ja. Die haben ja Traumata hinter sich, sie haben ja Dämonengeschichten hinter sich, sie haben ja krasse Kindheit, krasse Begegnungen. Das sind ja alles Strukturen im Körper, in der Seele, im Gedanken, was alles Zugriffsrechte von Dämonen sind. Ja. Oder sein können. Das muss erstmal alles erneuert werden. Es müssen neue Gewohnheiten rein, es müssen neue
neue Vorstellungen rein, ja. es müsste neue Glaube rein. Also ja. es ist nicht nur einmal beten und es geht alles raus und alles mhm. gut. Mhm. Es muss eine ganze Veränderung des Menschen zustande ja. kommen, damit ja. alle Sachen zu sind. Ja. Aus meiner Sichtweise geht es nur über gute Bibelschule, gute Betreuung, gute Hauskreisleiter, gute mhm. Kleingruppenleiter, mhm. wo die Leute sich connecten. Mhm. Ganz oft müssen Leute ihre Umfeld abschneiden. Wie bei Drogenabhängigen. Mhm. Wenn sie frei werden, heißt es frei bleiben. Sie ja. müssen die Sache abschneiden ja. zu den Dealern, zu ja. den alten Freunden, ja. zu den alten Beziehungen mhm. und eine neue Familie bekommen mhm. in Christus Jesus. Ja, so ist es mit den dämonisch Belasteten ja. oder Leute, die frei werden. Sie müssen ihre alten Sachen abschneiden, alte mhm. Strukturen, alte mhm. Gedanken, alte Zugänge, alte Freundschaften, die sie ja. negativ betreiben. Ja. So. Und dann alles durchvergeben. Das ist ein ganzer Prozess. Voll. Und solche Leute, die das machen wollen, kommt man in eine Gesundheit hinein. Yes. Die das nicht machen wollen und mhm. bleiben im Alten, da kommt es gerade wieder zurück. Halt immer wieder zurück. Und dann sind ja. die solche Leute, wo jedes Mal freigesetzt werden. Mhm. Die, mhm. ja, aber wir erleben auch Leute, die frei werden und frei bleiben. Und das ist unser Ziel. Voll. Das ist unser. Der Herr hat mir so ein cooles Bild gegeben. Mhm. Ich teile das mal gerade mit dir, wo ich das auch jemand gesagt habe: so Dämonen austreiben, ja, oder dieses Freisetzen oder auch eine spontane Heilung ja. von Jesus. Ist so ein bisschen wie ein chirurgischer Eingriff, mhm. fast schon so wie so eine Magenverkleinerung. Ja. Du bist mit einem Mal, mhm. auf einmal so ist dein viel kleiner, aber deine Gewohnheiten mhm. müssen sich trotzdem ja. verändern. Das, ja. was du gerade gesagt ja. hast, Römer 12, unser ja. Denken muss erneuert ja. werden. Unser Handeln, ja. weil sonst die Krankheit kommt mhm. zurück, so ist es. Die Dämonen kommen ja. zurück, weil ja. es hängt ja oft, ja. wir haben in der letzten Folge, glaube ich, drüber geredet, mhm. diese ganzheitliche mhm. Gesundheit, es ja. hängt alles miteinander ja. zusammen. Ja. Aber ich merke, das ist wirklich ein Mangel im Leib Christi. Mhm. Und, ja. Und da hängt ja alles drin. Identität ist ein großer Punkt. Mhm. Prägung der Vergangenheit ist ein großer Punkt. Mhm. Da muss, was wir Jüngerschaft nennen, alles bearbeitet mhm. werden. Von Gemeinschaft, mhm. über Kindheit, über Vergebung, über die Vaterbeziehung. Mhm. Alles muss ja da mhm. ran. Mhm. Und wenn man das macht, dann kommt viel mehr Freiheit zustande, wie nur Freiheit von Dämonen. Yes. Es kommt ein neues Leben mhm. zustande. Mhm. Dafür ist doch Jesus gekommen, dass wir Leben haben und dessen ja. Überfluss haben. Yes. Dämonen austreiben ist ein kleiner Randbereich. Voll. Heilung ist ein kleiner Randbereich. Ja, es geht um das komplette Leben. Yes. Erneuerte Ehe, erneuerte Kinderbeziehung, mm. erneuerte Schwiegermutterbeziehung. Mm. Ja? Ein neues Leben. Ja. Und das ist ein kleiner Randbereich mit dem Dämonengeschichten. Aber in Christus ist das Leben. Ja. Und er hat Freiheit für uns. Ja. Das ist die Sache. Das ist auch der Grund, warum wir YouTube-Videos machen, warum ja. wir predigen. Weil wir wissen, Jesus hat diese Freiheit für mm. jeden zur Verfügung. Es ist einfach ja. da. Deswegen machen wir Befreiung. Aber das Ziel ist, genau, frei bleiben. Das genau. Ziel ist, nicht Monat für Monat immer ja. irgendwie Dämonen bei derselben Person austreiben, ja. sondern frei ja. stabilisieren. Was ich so ja. liebe, ist, wenn genau die Leute anfangen, auf einmal anderen zu helfen, mhm. Dämonen auszutreiben. Ja. Zum Teil schon nach wenigen Monaten nicht nur das Evangelium verkünden, nicht nur Freunde mit reinbringen, sondern selbst sagen, im Namen Jesu, ja. das, was bei mir schon geherrscht hat, das muss bei dir jetzt rausgehen. Machen sie auch, genau. Und ja. das ist so stark, ja. das erlebst du auch. Ne? Ja, ja, das ist eine richtig coole Geschichte. Der Daniel nimmt immer wieder Leute mit in seinem Team, die zum Teil nur ein halbes Jahr bekehrt sind, wo du Frieden hast, ja, die sind jetzt ready. Ja. Willst du da noch ein Zeugnis erzählen einfach? Ja, wir nehmen halt immer reife Leute mit und Leute, die noch nicht reif sind. Und dann bauen wir die immer zusammen und der Reife achtet immer darauf, dass da nicht schief läuft. Aber dadurch sind die Leute sehr hungrig, sehr feurig, gehen da rein, treiben Dämonen aus, heilen die Kranken. Ja. Und das nimmt echt zu, diese ganze Befreiungssache da. Weil die Leute haben keinen Ort, wo sie frei werden können. Mhm. Wo gibt es diesen Ort der Freiheit? Ja. Aber ihr erlebt das manchmal stundenlang, dass wirklich Leute kommen, Esoteriker, einfach nur Nicht-Christen, auch ein paar Christen, aber sogar überwiegend Nicht-Christen, die kommen und die erfahren Befreiung. Ja, ganz viele Esoterik-Lehrerinnen sind jetzt frei geworden bei uns. Mhm. Und die erzählen dann ganz offen ihren anderen Kollegen, die auch Lehrerinnen sind, im Reiki-Bereich, im Yoga-Bereich, was auch immer. Ja. Und die wissen ja, dass es bestimmte Mächte sind, die sie eingeladen haben. Mhm. Und die kommen dann in die Gemeinde und sagen, hey, die ist frei geworden, ich will auch frei werden. Bitte mach mich frei. Yes. So ganz direkt, ganz nüchtern, ohne irgendwie Tamtam. Bitte mach mich frei. Und dann gibt es so eine Checkliste halt, mit was man sich da identifiziert hat. Und dann schmeißt man eins nach dem anderen raus. Und Leute wollen frei werden. Und es geht aber nur mit Jesus Christus. Mhm. Das heißt, ein Herrschaftswechsel muss zustande kommen. Mhm. Nicht irgendwie ein Zusatzmedikament mit der Tablette, wo wir irgendwas machen. Das alte Leben muss man wegschmeißen. Mhm. Und in Christus kriegen wir das allerbeste Leben. Mhm. Und da drin ist Freiheit. Mhm. Amen. Ja. Das Erleben ist richtig cool. Oh,
Super, so gut. Wisst ihr, der Grund, warum wir diese Videos machen, ist nicht nur, dass Daniel so starke Sachen für den Herrn macht oder andere Männer und Frauen Gottes, sondern dass jeder von uns, auch du ganz persönlich, dass dein Glaube gerade gestärkt wird und dass du an den Punkt kommst, wo du sagst, Gott will das durch mich wirken. Ja. Vielleicht kennst du Jesus gar nicht, denkst, ich will diese Freiheit haben, dass du sagst, oh Jesus, gib mir diese Freiheit. Mhm. Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Es endet nicht dabei, dass du frei wirst, sondern da fängt es erst an, dass er durch uns Menschen frei macht. Ja. Das ist multiplikatives, exponentielles Wachstum. Ja. Und du hast gefragt, wie können Leute da reinkommen? Mhm. Will auch dir den Ratschlag geben? Mach einfach. Du hast deine Hand, die Bibel sagt, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden geheilt werden. Einfach üben. Du brauchst nicht noch 20 Seminare und noch 10 Besuche irgendwo und noch dreimal 5 Jahre Bibelschule machen und alles. Amen. Du hast die Kraft von Herrn bekommen, geh hin, treib Dämonen aus und heil die Kranken. Das ist einfach Mut muss man haben. Da drin. Voll. Und ich sehe seh Leute oft an Konferenzen, da machen die das ganz viel. Ist toll, manchmal müssen wir auch ein bisschen bremsen, aber ich will dich ermutigen, mach das draußen. Ja. Geh nicht nur auf Konferenzen, wo du für andere Leute betest, auf der Straße. Sondern wirklich in deinem persönlichen Umfeld, da wo Gott dich hinruft. Die Welt ist so viel offener, als wir glauben. Ist so. Auf YouTube sieht man es, dass frisch bekehrte Christen, die eine große Reichweite haben, auf einmal anfangen von der geistlichen Welt zu erzählen. Ja. Dass Menschen wirklich auch kommen, diese Fragen haben. Kann er wirklich frei machen? Mhm. Ist er wirklich real? Ja. Was ist mit diesem dunklen Wesen, das jede Nacht in mein Zimmer reinkommt? Was sind diese Wesen, die in meinen Träumen mir erscheinen? Davon setzt Jesus frei. Ja, und er will es durch jeden tun. So, ich glaube, da müssen wir jetzt einfach noch reinbeten, Daniel, dass wir wirklich einfach segnen. Und Jesus, ich bin dir so dankbar für das, was du gerade jetzt machst. Jawohl. Nicht nur durch den Daniel, sondern durch so viele Menschen hier überall in Europa. Und wir beten jetzt wirklich, dass deine Kraft fließt, dass wirklich diese Kraft von dir wirkt und dass nicht nur Glaube freigesetzt wird, sondern dass die Füße freigesetzt werden, wirklich fürs Evangelium zu laufen und an Orte zu laufen und Freisetzung zu bringen im Namen Jesu. Und ich segne jeden Einzelnen, dass sie Dämonen austreiben, Kranke heilen, jeder, der an dich glaubt, Jesus. Und danke, dass ein neuer Mut jetzt freigesetzt wird. Und ich segne dich mit den Aussagen von Jesus. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, heilt Kranke, treibt Dämonen aus. Und ich segne dich mit Mut und Kraft und Kühnheit. Amen. Yes, Amen. Ja, und ich will dich einfach noch mehr ermutigen. Begib dich so wirklich in dieses Feld hinein, wo du sagst, Jesus, wo möchtest du Befreiung durch mich hinbringen? Ich glaube, das ist so eine wichtige Frage, die wir immer wieder Jesus stellen dürfen. Wo willst du durch mich Licht reinbringen, Heilung reinbringen, Befreiung reinbringen? Und damit wollen wir dich gerade segnen, mutigen dich einfach noch Zeit mit Jesus zu verbringen und wirklich zu gehen. Schritte zu gehen im Namen Jesu. Bis bald.